Frag doch Dr. Merz. Tanja ist 12 Jahre alt. Hallo Dr. Merz. Seit schon 3 Wochen habe ich einen Freund. Und er will mit mir jetzt auch Geschlechtsverkehr machen. Aber ich habe Angst, es tut weh. Worauf muss ich achten und wie soll ich mich verhalten, wenn es soweit ist? Liebe Tanja, beim Schnackseln darfst du nicht scheißen. Das ist das Allerwichtigste. Man muss ein bisschen Spontanität reinbringen. Ja, so Verhütungsmittel, wenn du das Thema anschneidest, das drückt unheimlich auf die Stimmung. Wichtig für dich ist, du musst dich irgendwie sauber anziehen, verstehst du? Irgendwie einen gescheiten Büstenhalter und ein bisschen Strapskuh reinschauen. Und, ja, und vielleicht solltest du dich auch noch ein bisschen waschen, damit du nicht gar so stinkst. Und was Jungs auch noch gerne haben, wenn man einer vorher einen blast. Ja, aber wichtig dabei, man muss sensibel vorgehen, weil für den armen Buben ist das wahrscheinlich auch das erste Mal. Und er ist wahrscheinlich noch aufgeregter als wir so ein alte Schlampen wie du. Zu deinem Thema, tut's weh. was tut nicht weh? Aber wenn du das öfter machst, wenn du da öfter einen drüber lässt, dann wird's besser und besser und du bist ja noch jung. Ja, mei, und wenn einmal die Zeit gekommen ist und du deine 2-3 Kinder auf die Welt geworfen hast, dann wirst du eisig. Dass es ganz, ganz andere Schmerzen gibt, als wenn so ein 11-jähriger Rotzbub seinen kleinen Zipfel bei dir einschiebt. Harry, 16 Jahre alt. Schon seit Wochen habe ich schreckliche Verfärbungen im Genitalbereich, traue mich aber nicht, mit irgendjemandem darüber zu reden. Es juckt ganz schrecklich und untenrum bin ich total rot. Harry, du alte Drecksau, das kann ich dir gleich erzählen, woher das kommt. Das kommt davon, wenn so kleine Dreckschratzen wie du aufs Klo gehen und sich nicht die Hände waschen und gleich hinterher das Wichsen anfangen, kommen Bakterien auf deinen Zipfel, sagen wir es wie es ist. Ja, was können wir da? Jetzt stehen wir da mit dem roten Schwanz in der Hand. Das Einfachste war, zum Doktor gehen, aber da traust du ja nicht hin. Also, hilft mir die gute alte Methode. Terpentin. 3-mal täglich eintunken, anschließend gleich in kaltes Wasser halten. Wenn's gut geht, hast du es in 2 Wochen geschafft. Wenn's schlecht geht, kannst du keine Kinder mehr kriegen. Und auch ansonsten wird nicht mehr viel laufen. Aber, nein, no risk, no fun. Desiree, 12 Jahre alt. Hallo, Herr Dr. Merz. Mit meinem Freund habe ich vor 3 Wochen Oralverkehr gemacht. Kann ich davon schwanger werden? Desiree, beim Oralverkehr, den sogenannten Blasen, wird man äußerst selten schwanger. Außer man schluckt den Scheißdreck ab. Nein, das war ein Witz. Man kann überhaupt nicht schwanger werden beim Blasen. Allerdings, Eiweiß ist auf die Dauer auch schädlich für die Figur. Vielleicht solltest du nicht immer alles runterschlucken, was dir dein Freund ins Mein einschiebt. Geh einmal wieder zum Zahnarzt. Und nun der Dr. Merz-Tipp für Monat Juli. Achtung Zahnspangenträgerinnen! Sperma kann sich ziemlich lang in den Lücken der Zahnspange halten. Wer sich nicht ordentlich die Zähne putzt, riskiert, dass der Sperma sich durch das Metall durchfrisst. Dabei können hässliche Flecken auf den Zähnen verbleiben. Frag doch Dr. Merz!